Sebastian Hahnes Rezept ist natürlich wieder einfach, aber raffiniert. Sein Fischfilet soll saftig werden und die frische Kräuterkruste knusprig. Ja, für unseren Fisch mit Kräuterkruste habe ich uns den Fisch schon besorgt, da habe ich mich für den Kabeljau entschieden. Aber ganz wichtig und entscheidend sind natürlich die Kräuter. Viele würden beim Fisch jetzt vielleicht zu Dill greifen, aber wir machen es ein bisschen außergewöhnlicher. Ich habe mich für ein Zimtbasilikum entschieden, für Estragon und so als Grundlage so ein bisschen die Petersilie. Die sind saisonal gerade gut verfügbar und geben wirklich einen außergewöhnlichen Geschmack. Frischer Knoblauch, Korianderkörner, Butter und ein Weißbrot aus Weizenmehl werden zusammen mit den Kräutern die perfekte Kruste ergeben. Mit diesen raffinierten Zutaten wird Sebastian heute Fischfan Andrea begeistern. Ja? Ja, hallo, hier ist der Sebastian. Ah, hi Sebastian. Drittes OP. Danke. Andrea, grüß dich, Sebastian. Komm rein. Danke. Das sind ja eine Menge Schuhe. Hast du die heute verstärken eingeladen? Oder? Nee, ich wohne in der WG, aber die sind alle außer Haus. Das heißt, wir können schön in Ruhe kochen. Okay, super. Und du hast deine Kochmütze schon auf. Ja, nicht ganz. Mein Friseur hat sich ein bisschen vertan. Deswegen lasse ich die heute lieber auf. Oh, du Armer. Ja, muss ich durch. Komm. Wir legen jetzt los. Wir fangen mit dem Fisch an. Wichtig ist, dass man ein Fischfilet nimmt. Das heißt, man erspart sich die Arbeit vom Grätenzupfen und Haut abmachen. Den Fisch marinieren wir uns mit ein bisschen Weißwein. Dazu machen wir eine richtig schön knackige Kräuterkruste und einen frischen Tomatensalat. Während Andrea die Petersilienblätter von den Stielen trennt, fettet Sebastian die Auflaufform ein und platziert dort die geschnittenen Fischfilets. Diese werden mit etwas Weißwein beträufelt und von beiden Seiten mit reichlich Zitronensalz gewürzt. Weiter geht es mit Estragon und Zimtbasilikum-Zupfen. Und das ist Zimtbasilikum? Mhm. Darf ich dir mal probieren? Na klar, bitte. Dankeschön. Siehst du, der schmeckt so richtig schön, hat so eine richtig schöne Zimtnote und er gibt dem Ganzen wirklich noch einen richtig interessanten Kick. Dann machen wir noch ein bisschen angeröstete Korianderkörner dazu, dann wird das richtig spektakulär. Noch die letzten Blätter zupfen und ran ans Rösten der Korianderkörner. So, und jetzt nochmal ein guter Tipp vom Profikoch. Und warum nimmst du keinen frischen Koriander? Ja, also die Samen oder die Körner schmecken halt wirklich ganz anders. Und wenn wir uns die jetzt noch anrösten, gibt es quasi nochmal eine richtige Geschmacksexplosion, ja, dass die ganzen ätherischen Öle rauskommen. Alles klar. Nun das Weißbrot in gleich große Scheiben schneiden und die Rinde entfernen. Den Knoblauch fein hacken und das Brot in feine Würfel schneiden. Jetzt kannst du noch ein bisschen Butter zerlassen. Die geben wir uns nämlich flüssig nachher unter unsere Kruste, dann verteilt sich das besser. Okay. Also reichlich Butter in der Pfanne schmelzen lassen und in einer Küchenmaschine die Weißbrotwürfel schön zerkleinern. Erst danach geht es an den Geschmack. Die frischen Kräuter, Korianderkörner und den gehackten Knoblauch hinzugeben und nochmals pürieren. Fehlt nur noch die zerlassene Butter und die Masse für die Kruste ist fertig. Und schon jetzt riecht das Ganze verdammt lecker. Und Sebastian, schwitzt du schon unter deiner Mütze? Ich würde sagen, bevor du noch frecher wirst, kannst du schon mal anfangen, die Kruste auf den Fisch zu verteilen, bitte, ja? Und ordentlich andrücken. Mach ich sehr gerne. Ja, danke. Unter den wachsamen Augen des Profikochs gibt Andrea die Kräutermasse auf die marinierten Fischfilets. Diese kommen nun für 7 Minuten in den vorgeheizten Backofen. So wird die Kruste schön knusprig und der Fisch bleibt saftig. Sebastian serviert die Filets mit einem frischen Salat aus Tomaten und Schalotten. Optisch ein Hingucker, jetzt muss nur noch der Geschmack überzeugen. Hobbyköchin Andrea testet gewissenhaft. Durch die kurze Garzeit ist das Fischfilet super saftig geblieben. Und die Kräuterkruste passt einfach herrlich zu dem Kabeljau. Es ist eine ganz tolle Kombination, super lecker. Und Sebastians Styling mit Mütze bleibt wohl einmalig, denn seine angeblich total verschnittenen Haare werden schnell wieder wachsen. Ganz bestimmt.